Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Andres spielt. Heute Space Engineers von Keen Software House. Unsere Aufgabe, so wie sie denn akzeptieren, liegt daran, hier einen kleinen Außenposten wieder funktionsfähig zu machen. Wir haben da ein bisschen was zu tun, so wie es aussieht. Das sieht aus, als wäre da ein Schiff festgemacht. Jop, da sehe ich das Cockpit. Vieles zu tun. Aber als allererstes kümmern wir uns mal um das Survival Kit. Das Survival Kit kann kleinere Mengen Ingots aus Stein produzieren. Bla 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 bla. Erlaubt uns. Ja, kriegen wir hin. Huhu. Nutzen wir das Ganze doch mal. Wir heilen uns, füllen unseren Sauerstoff. Nein, wir füllen nicht unseren Sauerstoff auf, weil... Ich will Sauerstoff. Haben wir hier was drin? Ja, haben wir. Was wir davon brauchen, wissen wir noch nicht. Wir nehmen mal mit. Das braucht doch alles Platz im Inventar. Unser Schwerkraftgenerator funktioniert, unsere Boje funktioniert. Ah, da haben wir unseren Oxygen Tank. Ja, wir brauchen eine Verbindung dafür. Das sehe ich wohl. Wir brauchen Motor. Motoren. Haben wir hier irgendwas drin, um Motoren zu bauen? Okay, wir haben keinerlei Rohstoffe mehr. Aber wir haben hier unten alles drin, was wir brauchen. Sehr gut. Vorher sollte ich mein Inventar vielleicht wieder leer machen. Sonst habe ich keinen Platz für all die tollen Sachen. Sieht doch nach Eisen aus. Geh mal in die Innenansicht. Dann nehmen wir mal ein Inventar voll Eisen und Stein mit. Da hinten ist Gold. Inventory full. Inventory full, ja. Wir packen da auch mehr rein. Das kriegen wir hin. Da die verbunden sind, können wir das ja direkt hier im Frachtcontainer lagern. Und direkt von hier aus, weil die sind verbunden, können wir dem Survival Kit sagen, es soll Ingots machen. Und zwar als priorisierte Aufgabe. Finde ich gut.
weil zur nächsten Aufgabe geht es direkt von selbst wieder. Na? Alles meins. Wertvolle Ressourcen. Loot! Oh, da liegt noch was. Fast vergessen. Schön rein da. Wir brauchen mehr Stein. Kein Nickel. Ich könnte jetzt die Motoren von irgendwas anderem nehmen, aber das will ich ehrlich gesagt gar nicht. Nee, wir brauchen Stein. Mehr Stein. La, la, la. Wir bohren. Das andere Single, was da aufgeploppt ist, das ignorieren wir einfach mal. Dass sich das hier alles so schön sammelt. Alles rein da. Alles meins. Nee, Eis brauchen wir noch nicht mitzunehmen. Ich schätze mal, ich vermute mal, dass wir da noch genug von haben. So, schauen wir doch mal. Ja, guck mal, da kommt auch Nickel zusammen für die ersten Motoren. Sehr gut. Sehr gut. Schauen wir doch mal. Wir haben hier... Ja, ich sag doch, wir haben noch Eis genug. Und Flaschen. Alles prima. Oh, und wir haben Motoren hier. Das wusste ich natürlich. Es gab also überhaupt keinen Grund zur Sorge, quasi. Weil ich wusste das. Ich habe das voll durchschaut. Das war überhaupt kein Fehler meinerseits. So, die Verbindung steht. Ja, sauber. Und schon können wir nicht nur Strom und Lebensenergie, sondern auch noch Sauerstoff und Wasserstoff wieder auffüllen. Ja, gut. Aber ein Tank für Sauerstoff und so wäre mir trotzdem noch lieber. Sieht ja nett aus hier. Hä? Hä? Bin ich nicht so der Freund von. Wir haben zwar unsere kleinen Außenposten hier. Was brauchen wir denn, um dich zu reparieren? Ja, egal. Wir machen schön der Reihe nach. Haben als nächstes hier unten den Mining Task. Gucken, was er von uns will. Ja, ist uns klar. Oh, das kriegen wir hin. Iron Ore waren wir schon mal dran. Kriegen wir wieder hin.
Holen wir uns nochmal ein Inventar voll Eisen. Ist auf jeden Fall ergiebiger, als die ganze Zeit mit Stein zu arbeiten. Inventory full. Packen wir alles hier rein. Das brauchen wir alles. Sehr gut. So, wir haben da oben was mit Strom. Ja. Oh ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, das kriegen wir repariert. Computer, Solarzellen. Und was wir sonst noch so brauchen. Kugelsicheres Glas. Kriegen wir hin. Kriegen wir auch hin. Das Zeug ist zwar scheiße schwer, aber wir haben es ja. So. Strom hätten wir auch wieder. Sehr gut. So, wir haben hier noch einen Task. Ach, das ist der Ship Mining Task. Ja, da können wir noch nicht hin. Vorher müssen wir natürlich das Schiff reparieren, ne? Geht ja nicht anders. Guter Hinweis, nicht runterfallen. Oh ja, ist ein Cargo drin. Oh ja. Das Übliche zum Nachfüllen. Haben wir hier was drin außer dem Cockpit? Oh, wir haben eine Schleuse. Wir haben ein eigenes Survival Kit hier. Uhu. Fancy. Ja, und dann... Macht dann auch schon mal die Schwerkraft, was ihr will. Da gehen wir lieber aufs Jetpack. So. Mhm. Find a way to... Ja, nee. Disable the landing gear. Klar, können wir hin. Ha, das machen wir sogar ganz tricky. Switch lock. Ha. Wir legen uns das direkt auf den Knopf. Muha. Tür wieder zu. Haben wir unseren Sauerstoff ja nicht gestohlen. Rein ins Cockpit. Innenansicht. Wer fliegt in der Innenansicht? Sieht doch ganz nett aus. Für unser erstes kleines Schiffchen. Scheint alles Benötigte dran zu sein. Okay, an den Bremsen müssen wir noch ein bisschen arbeiten.
Wir bremsen nur sehr langsam. Construction Facility. Aha. Ich bin der Perfektionist, ich möchte gerne richtig landen. Kurze Wege und so. So, wir nehmen uns noch die Flaschen mit. Nehmen uns noch eine Knarre mit. Und schauen mal, was uns hier erwartet. Nice one. Ein Grinder, ein Welder. Schick. Aber da muss was dran getan werden. Die Batterie. Die andere Batterie. Ja gut, das kriegen wir hin. Mhm. Are likely near your current location. Ja, schauen wir uns doch einfach mal um. Hallo? Wer setzt denn da eine Scheibe hin? Ich will doch hier durch. Finde ich nicht okay. Finde ich nicht okay. Na, also wenn hier eine Scheibe wäre, das könnte ich ja noch nachvollziehen. Okay, hier haben wir Strom. Da haben wir einen eigenen Assembler, sehr gut. Oh, wir haben hier irgendwo einen Small Cargo Container. Wir müssen ihn nur finden. Ja, würde sagen, da hilft nur Gewalt. Wir nehmen das Glas und schweißen dafür mal das Glas hier hinten. Wollen die Basis hier ja irgendwann mal auch mal dicht kriegen, ne? So, jetzt können wir nämlich auch hier rein. Weiß nicht, ob das so gedacht war, aber es funktioniert. Nee, gedacht war vermutlich, dass man sich da durch den Stein bohrt, aber Feinheiten. Die Tür ist ein bisschen kaputt. Das ist unser Cargo-Container.
Activation failed. Activation failed. Ah, vielleicht haben wir zu wenig Strom. Gut, kümmern wir uns erstmal um das Schiff. Ah, den Cargo-Container habe ich dann doch noch nicht gefunden. Sauerstoffgenerator. Wir machen erstmal hier das. Genau. Wir wollen ja hier nicht drauf gehen irgendwie, ne? Schabirik. Oh, guck mal da. Das hat nichts damit zu tun, dass ich blind bin. Überhaupt nichts. Ja, ja. Okay, Power Cells brauchen wir keine mehr. Oh, der ist voll. Das ist nicht so dicke, dass der voll ist. Aber zum Glück haben wir ja hier noch Platz. Ich will ja alle Sachen mitnehmen. Außerdem muss ich da die Glasscheibe noch wieder aufbauen. Jemand hat die ja kaputt gemacht. So, wo haben wir denn? Da. Einmal eins, einmal zwei, sieht noch einmal zwei aus. Ich glaube, die ganzen Sachen müssen wir nachher von außen machen. Okay, da müssen wir ein bisschen was reparieren hier. Haben wir hier noch Bulletproof Glass dran? Nein. Was uns aber nicht hindert, den Rest hier trotzdem mitzunehmen. Sieht nämlich so aus, als könnten wir das noch brauchen. Ich weiß ja nicht, wie euch das geht, aber ich möchte schon gerne hier eine funktionstüchtige Basis hinterlassen. Auf ins Cockpit.
So schnell haben wir die Türen hier wieder funktionsfähig gemacht. Schön vorsichtig, wir wollen nicht in den Felsen fliegen. Mist. Ja. Was wir machen. Muha, ganz verwegener Plan. Wir klauen das Schiff. Hätten doch bestimmt irgendwo Steel Plates und Interior Plates, oder? Bin ich mir sicher, dass wir die hier hatten. Ja, also. Computer. Construction Components, hä? Ich brauche Construction Components. Die kriege ich aber hier nicht. Manu. Bulletproof Glas kriege ich hier auch nicht. So, was hatten wir hier? Okay. Das dürfte der hier sein, oder? Ja. Mich. Interior Plate. Finde ich gut. Ja, genau. Setzen wir da halt zwei neue Catwalks hin. Sind wir doch nicht so eng. Ich fand die eh doof und überhaupt. Steel Catwalks, da haben wir sie. So. Hierfür fehlt uns jetzt nur noch ein Display, ne? Ja. Ich will die Basis hier repariert kriegen. Kommt ja, so weit kommt das noch. Ich kann doch hier nicht mit einer beschädigten Basis. Das geht doch nicht. Was sollen denn die Leute von mir denken? Wir brauchen noch ziemlich viele Steel Plates. Gut, kriegen wir hin. So,
wir brauchen, damit wir das Schiff auch mit zurücknehmen können, unsere Conveyor Junction. Wir brauchen unsere Tubes. Sind die kleinen? Das ist der Collector. So, und zwar machen wir das folgendermaßen. Eine Tube so. Eine so. Und dann brauchen wir unseren Verbinder. Unseren Connector, um genau zu sein. Wo haben wir ihn? Das ist nur der Collector. Ja. Das hat man davon, wenn man eine Weile nicht spielt. Dann muss man nämlich suchen, wo der Block ist, den man eigentlich sucht. Das sind Merge-Block und Pisten drunter. Ah, er ist mit hier drunter. Gut. Gut zu wissen. You need steel plate to build. Ja. Dann borge ich mir halt hier eine Steel Plate. Auch okay. Sehr gut. Haben wir denn was? Uns fehlt uns noch was? Ah, Steel Plates. War ja klar. Oh Gott, das Ding bringt es ja noch viel langsamer. Bremsen! Hey, wir haben nur ganz leicht übers Ziel hinausgeschossen. Oben und unten haben wir super Kontrolle, aber nach vorne? Nein, warum auch? Okay, Landing hier. Hat Kontakt.
Blood Moon, Halloween. Steel Plates, Motoren. Alles rein da. Hier wird alles vollgestopft. Fangen mit dem Welder an. Alles nehmen wir mit, weil wir können es brauchen. So, was haben wir hier noch? Wir wollen ja nicht diese Basis auseinandernehmen, um die nächste aufzubauen. Das wäre ja relativ sinnfrei. Nehmen wir das Eisen mit. Ha. Nee, die Grundrohstoffe lassen wir hier. Wir haben ein Survival Kit drüben auf dem anderen Schiff. Das muss reichen. Sind voll. Setzen euch mal mit dahin, dann kommt ihr noch hier hin. Ja, passt fast. Egal. Egal. Oh, wir haben ja im Connector noch Platz. Ahem. Wir haben wirklich nur zwei kleine Triebwerke nach vorne. Unglaublich. Minieren gehen wir noch nicht. Ich will erst da hinten die andere Basis fertig haben. Mann! So, wir manövrieren uns vorsichtig an unser Ziel ran. So, jetzt können wir nämlich in Zukunft hier andocken. Schön ausrichten. Schön ausrichten. Dump. So, wir machen uns für den Connector. Brauchen wir keine Gruppe. Gut.
eins von beidem haben. So, Dämpfer aus. Jetzt versucht das Schiff nämlich zu bremsen, wenn wir fliegen. Okay, wir wollten noch Steel Plates haben. Das ist ein ganz nettes Schiff. Wir nehmen mal eine wilde Sammlung mit an Dingen, die wir vielleicht hier noch brauchen können. Hier zum Beispiel bin ich mir sicher, dass wir einen Block hinsetzen sollten. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir den da einsetzen sollten, damit das Fenster auch hinterher dicht ist. Wie gesagt, Basis ordentlich hinterlassen und so. Ja, das haben wir auch dicht. Flickst noch eins. Müssen wir die Tür halt auch noch anschalten. Sehr gut. Oh, jetzt könnten wir, wenn das Fenster hier dicht wäre, uns hier drin mit Sauerstoff versorgen lassen. Wir haben da oben einen Assembler. Hier haben wir den Cargo-Container. Was haben wir denn für die... Uhu, ja, wir können alles Benötigte hier herstellen. Sehr schön. Wir haben nur keine Raffinerie. Egal, die kriegen wir auch noch hin. Ein ist Advanced Production. Na, vielleicht sollten wir erstmal in Richtung Mining fliegen. Gucken, was wir da noch so für Unsinn anstellen können. Pressurization. Da ist Mining. Damit wir auch unsere Schiffssammlung komplett kriegen. So. Oh ja, da drinnen haben wir ein Mining-Schiff. Sehr gut. Hallo, bin da. Oh. Das ist ein bisschen kaputt, ja.
likely near you. Ja. Dann vermutlich hier drin. Ach ja. Großteil davon haben wir dabei. Gucken wir erstmal, was wir haben. Nee, das mit dem Cockpit machen wir noch nicht. Oh ja, Silicon, den brauchen wir sogar. Den Assembler brauchen wir auch, um die Sachen nachher zu verarbeiten. Soll ja mal hier keiner sagen, das und so. So, seid ihr an oder nur ausgeschaltet? Oh, toll. Gut, so lernen wir immerhin direkt, also ihr direkt auch, wie man die Sachen herstellt. Auf ins Cockpit. Kennen wir. And drill a tunnel in order to escape. Ja, ja. Wenn ich schon einen Tunnel grabe, dann kann ich ihn auch da Richtung Silikon graben. Und zwar durch das Eisen durch. Habe ich nämlich direkt was von. Das brauchen wir nämlich für das ganze Bulletproof Glas. Geronimo! Ja, ja, ja. Wir haben Silikon gefunden. Zeit für Brüste. Verdammte Hacke! Mal den ganzen guten Stein hier rausschmeißen.
Silikon brauchen. Egal. Erstmal raus hier. Schön langsam vorwärts. So. Oh wow, wir sind sehr schwer. 56.535 Kilogramm. Jo. Ihr Brocken macht den Anflug hier nicht leichter, das ist euch klar, ne? Nom, 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 nom. So. Da wollen wir hin. Guter Profi-Tipp. Im dreidimensionalen Raum sollte man sich halbwegs orientieren können, sonst sollte man nicht hier im Weltraum fliegen. Steigen, steigen. Perfekt. So, weil wir können ja hier noch nicht durchfliegen, aber wir haben ja eben gesehen. Dass wir hier von drinnen Zugriff darauf haben. Hihi. Ist zwar ein bisschen öde, das auf die Art und Weise zu transferieren, aber machst du nichts dran. Was leer haben,
müssen wir noch Silikon besorgen. La 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 la. Wir brauchen doch die Rohstoffe hiervon. Ah, wir können nebenbei schon mal Production. Wir haben hier... Oh ja, toll. Das heißt, es ist auch noch ganz kompliziert. Das heißt, wir müssen gleich unser anderes Schiff holen. Hier außen andocken und hier irgendwie eine Verbindung schaffen. Ja gut. Alternativ können wir gucken, ob wir hier noch irgendwo ein Survival Kit bauen können. Das reicht mir jetzt halt empty. Das geht doch viel schneller. Es wäre nur schön, wenn er sich das merken würde. Ihr seht, es ist ein ständiges Hin und Her, gerade in diesen Szenarien, wenn man hier irgendwo überleben möchte. Wo könnte man denn hier noch ein Survival Kit hinbauen? Ohne dass es stört, meine ich. Ah ja, klar, da oben drüber, aber... Machen wir das doch. Da können wir mitarbeiten. Da können wir mitarbeiten. Da kriegen wir eine Verbindung hingelegt. Thank you.
Genau. Und hier können wir nach oben gehen. Oh ja, das geht, das kriegen wir so hin. Ha! Very schön. You need steel plate to build. Ja. Dann holen wir uns steel plate. Ich brauch bestimmt auch noch Interior Dingensbummens da. Gut, aufgrund der Zeit werdet ihr jetzt leider hiervon nicht viel mehr sehen. Sollte es euch gefallen haben, wie üblich gilt, meldet euch, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns danach beim nächsten Spiel. Ciao, ciao!